Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zu Astral Chain. Wir befinden uns hier gerade auf der Suche nach Brenda und unterstützen Olive auf dieser Suche quasi. Und wir wollen sie natürlich auch selber finden, weil mittlerweile auch irgendwie nach ihr gefahndet wird. Ich glaube, wir wissen gar nicht so genau warum. Sie hat uns natürlich irgendwie immer medizinisch unterstützt, aber sie hat es nicht, zumindest ist noch nicht rausgekommen, dass sie irgendwie Informationen gestohlen hätte, so wie Olive. Deswegen, keine Ahnung, ich bin mal gespannt, was hier bei raus und rumkommt. Und schleichen uns hier gerade durch so eine Kanalisation durch, an deren Ende sie irgendwie gefangen gehalten werden soll. Careful, there's one of them at the top of that ladder. Don't forget to use your iris. Iris startup. Ja, es wäre auch toll, wenn ich die Kamera ein bisschen weiter nach oben drehen könnte. Kann ich aber nicht. So, dann würde ich sagen, gehen wir den auch mal eben ausschalten. Und dann haben wir hier ein bisschen Ruhe. Und können die nächste Kiste öffnen. Ja, ist doch gut. Wenn sie uns nicht entdeckt haben. Naja, gut. Unten stehen zwei rum. Dass das jetzt eine Riesengruppe ist, würde ich nicht gerade behaupten. Ah, okay, jetzt geht's da weiter, ja. Kann ich mich da rüberfahren? Komm mal her, Legion. Ich will mich doch nur ducken. Das ist irgendwie immer ein bisschen friemelig, muss ich sagen. Und die merken das alles nicht, was hier oben mit Plattformen und so abgeht. Ach, mir fällt da gerade noch ein. Wie weit komme ich denn hier rüber? Weil da hat man ja noch so Zeugs gesehen, was ich einsammeln wollte. Gut, dass ich jetzt schon wieder nichts sehe und die Kamera nicht ausrichten kann. Ach komm, ey, stell dich hin, dann kommst du da auch drüber. Okay, die beiden da soll ich wohl belauschen. Da habe ich vorhin schon das Belauschen-Symbol gesehen. Flüster, flüster, flüster. Dann geh doch mal lauschen. Oh man, I'm on control room duty next shift. Oh man, what are you complaining about? That is the easiest post of all. No way. Standing in that tiny room all day, staring at a monitor. A guy could get claustrophobia. Okay, das war spannend gewesen. Of course. And go along the empty canal. I sent you the coordinates to the control room. Okay, dann muss ich also irgendwie da runterkommen, ja? Und die Bestie, die Arm Legion, macht da voll den Radau. Aber die bemerken es natürlich nicht, weil sie weder sehen noch hören können. Ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, wo wir hier hin sollen, insgesamt. Ach so, wahrscheinlich die Leiter da hinten runter. Komm, geh erstmal das Zeugs da holen. Kommen wir da schon dran? Ah, nicht vollständig. Da musst du doch erst ziehen. So, und jetzt darfst du uns da dran schieben. Dankeschön. Okay, ich vermute mal, die drei da hinten, die ignoriere ich einfach. Ja, ich wollte ja auch eigentlich die Leiter hier runter. Was willst du von mir? Dass sie alle diese Fehlerdinger da haben. Was auch immer mir die sagen sollen. So, ich vermute mal, hier könnte es passieren, dass ich gleich wieder ein bisschen aufpassen muss. Komme ich hier runter? Ich vermute mal, ich muss es. Obwohl, nee, da geht's auch her. Ah, nee, da geht's gar nicht her. Ah, doch. Okay, dann kann ich da die Leiter runter. Oh,
Ey, ich habe mich doch wohl rechtzeitig versteckt, oder? Ja, ich weiß. Ach, guck mal, den kann ich auch von hier oben schon fertig machen. Okay. Ah, das musste ich sogar machen, weil ich wahrscheinlich nachher daherlaufen muss. Gut, gut. Komm, nicht umdrehen, bitte. Medizin-Mini und Batteriezelle-Mini oder sowas. Dann haben wir hier noch eine Dose. Ah ne, auch Medizin-Mini. Medizin-Mini, immer gut. Okay, da hinten stehen überall noch Typen rum, aber ich glaube, die können mich hier noch nicht sehen. Hier rechts stand, glaube ich, auch noch einer rum. Ich denke, oder der steht da, glaube ich, fest, oder? Ach, ich kann hier durch, sehr schön. Dann können wir den auch schon mal von hinten erledigen. Je mehr Leute wir erledigt haben, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier irgendwie entdeckt werden. Deswegen nehme ich mal lieber jeden mit, der hier rumsteht. So, jetzt würde ich noch mal gerne nach hinten hin das Ding da einsammeln, aber es müsste eigentlich gehen, ne? Hier durch das Geländer oder was auch immer das ist, sieht man mich auf jeden Fall nicht. Ist so ein bisschen Stealth-Light insgesamt, aber jetzt gerade doch irgendwie ganz witzig. Eine Medizin-Maxi, auch cool. Was hier alles in den Röhren drin liegt, ey. Ach, guck mal, der geht gerade weg. Sehr praktisch. So, da hinten steht noch einer. Kriegen wir den auch? Müsste eigentlich, oder? Achso, hier ist eh mein Ziel. Kann ich auch nochmal hier rauf. Ach, guck mal, da oben läuft wieder einer. Interesting. Da steht auf jeden Fall noch eine Truhe, wo wir dran wollen. Ich hoffe mal, jetzt geht nicht direkt die Zwischensequenz hier los und verhindert, dass ich noch weiter in die andere Richtung da laufen kann. Ach so, die Tür hier geht einfach auf zum Kontrollzentrum. Die ist nicht irgendwie gesichert. Hm, ich bin zwar nah dran, aber das Fesselsymbol kommt irgendwie nicht. Na klar, jetzt kann ich wieder von vorne anfangen. Wie komme ich denn da lang? Ja, ich weiß. Diesmal da nichts fallen lassen, dann muss ich da wenigstens nicht wieder hin. Ich glaube, das ganze Rotzeugs ist auch weg. Das heißt, ich muss nicht ganz so viel wieder machen. Das ist dann mal okay, den da hole ich mir auf jeden Fall auch wieder. Aber ich frage mich echt, wie ich an dem an... Ach so, ich konnte hier noch irgendwo Geräusche machen, ne? Vielleicht, kann ich ihn so da weglocken? Aber vorher will ich dann auf jeden Fall alle anderen erledigt haben. Ach, da ist auch nochmal was zum Geräusche machen, okay. Aber da hinten lief doch auch noch einer rum, ne? Genau, ich dachte eher an diesen Stapel hier. Aber ich glaube, für den ist natürlich der andere Stapel da naheliegender, weil wenn er da hingeht, dann kann ich ihn mir von hinten kaschen. Sehr nice. Ui. Ja, ich müsste... Ach so, ich kann ja... So, er geht weg. Sehr schön. Falsche Legion und er hat noch was fallen lassen. Na, jetzt könnte ich natürlich hier mal hingehen. Ui, und ich wollte gerade sagen, dieses Ding... Naja, ich muss ja schon irgendwie das Ding da anschießen, ne?
Wieso guckt er in meine Richtung, der Sack? Ah ne, guckt da gar nicht. Duck dich und hinterher. Geht doch. Ist zwar jetzt auch nicht 100% wie geplant verlaufen, aber letztendlich ist die Wache ausgenockt. Und das reicht mir dann auch als Zielerfüllung. Es muss nicht immer schön sein. Eine Batteriezelle Mini. So, hier im Wachraum sieht es so aus, als wenn da auch noch eine Wache drin stände. Ein oder zwei. Look for the control panel. Those guards made it sound like someone's always posted there. So be careful about getting caught. Ui, wo will er denn hin? Kann ich jetzt ihn hier umhauen, ohne dass der andere das mitkriegt? Ja, das sind dann immer so die Stellen, wo ich denke, Stealth Games funktionieren prima. Er kriegt nichts davon mit, dass sein Kollege hinter ihm umkippt. Ja. Aber es ist ja Gott sei Dank nur ein kleiner Aspekt des Spiels. Okay, das ist wahrscheinlich die Steuerungseinheit, die ich benutzen soll. Und das hier, wo kommen wir hier aus? Achso, hier komme ich jetzt noch gar nicht durch. Da kann ich jetzt wahrscheinlich gleich hergehen, weil ich die Konsole hier benutzt habe. I did it! Ach, sie kommt jetzt auch hinterher. Also ich könnte schwören, dass ich den schon ausgenockt hätte. Ah ne, es ist jetzt doch tatsächlich die hier und eine andere Tür, ne? Weg mit dir. Okay, see you down below. Und ich soll jetzt auch darunter, oder wie? Das macht so den Anschein. You know, I'm really glad you came with me. Let's keep going. We'll reach Brenda in no time. Aber sowas von. Ich hab's. I first met Brenda on the day Neuron was founded, and it was love at first sight, but like for friends. Of course, we couldn't be more different personality-wise, but I don't know, maybe that's why. She's so smart, you know, and so together. She helped me out a lot while I was still getting used to the job. So now it's my turn to help her. We've got to get her away from the commander before it's too late. Brenda always acts like a tough cookie, but she's got to be scared right now. Let's keep moving. Oh, ein Toilettenhäuschen. Ja, warum ich immer jetzt für dieses Nadelöhr-Ding dafür nur eine D-Bewertung bekommen habe. Ich dachte eigentlich, wäre ganz gut durch diese Stealth-Passage durchgekommen. Dafür war doch wahrscheinlich diese Bewertung, oder? Naja, egal. Man muss nicht immer alles... Ach so ein Ding steht auch in jedem Kapitel rum, oder was? Egal. Naja, man muss nicht immer alles verstehen zu der Bewertung, wollte ich noch gesagt haben. Die haben aber Rotschub, wa? Security is pretty thick here too. I don't see any good hiding spots, but it looks like this is the only path to Brenda. Ob sie das richtige Schuhwerk für so eine Mission anhat, ich weiß ja nicht. Ein Alarm und die Dimensionsstabilität sinkt bedenklich. Oh nein. Oh, es gehen neue Portale auf. Ich denke, da ist mein Kampfskill gefragt. Oha. Was ist er denn für einer? Und ich muss den jetzt erledigen, ja? We've got to hurry.
Und hier kann ich diesmal nichts untersuchen an diesem Riss, okay. Not to worry. Even I can handle aberrations. Ja, aber wenn ich mithelfe, geht's dann doch ein bisschen schneller mit den Aberrations. Gut. Wow, direkt vor mir. Oh, habe ich mich aus Versehen geheilt? So. Boah, da habe ich ja bombastisch reagiert. Da bin ich ein bisschen von mir selbst beeindruckt. Ach klar, ah. Ich sehe nichts. War die Kamera ein bisschen ungünstig an der Wand? Ach, da ist ja noch einer. Und ich konnte mal wieder die Kamera gerade nicht bewegen, als sie gesprochen hat. Ey, sowas nervt mich ja immer. So, das läuft doch gerade echt ganz gut. Au. Hallo? Ach komm, warum springt er nach hinten? Boah, die Abschlussattacke hier ist so kurz getimed. So. Und immer diese Einfriererei, ey. Aua. Mann, den Reaktionstest habe ich aus Versehen eine andere Taste in dem Moment gedrückt und deswegen habe ich ihn, glaube ich, nicht bestanden. Aber das war ein schöner Kampf gewesen. Habe ich auch mit S+ abgeschlossen. Nicht schlecht, Herr Specht. Und ich bin Herr Specht natürlich. Natürlich nicht. Ich bin ja auch der Held, Mädel. Okay, we better keep moving. This way. So, gibt es hier noch irgendwas einzusammeln? Oder renne ich hier einfach hinterher? Ja, ein bisschen Rotschuh. Natürlich auch noch eine Truhe. Jetzt ist die Frage, jetzt müsste ich eigentlich den ganzen Bereich nochmal ablaufen, wenn ich alle Truhen aufmachen will. Ach klar. Komm jetzt, ruf da. Was muss ich denn mit denen machen? Was ist das für eine schräge Musik? Und wo will er hin? Wollt ihr mich hier eigentlich alle verarschen? Ey. Hm.
Ich raff's nicht, aber man muss ja auch nicht alles verstehen. So, gibt's hier noch irgendwelche spannenden Sachen? Der Typ da ist ja offensichtlich Rotschub verseucht, aber... Da hinten bin ich eigentlich auch überall hergekommen. Ich gehe jetzt weiter. Olive, ich komme. Ups, soll ich mit dir reden, oder was? Okay, this route seems... Die Route sieht perfekt aus. Was macht die da unten? Hey, are you two okay? Hold tight, I'm on my way there. Here comes the cavalry, huh, Hal? Anyway, this intel of yours better be good. Jeez, you're welcome, by the way. Anyway, you can see the wall, right? Brenda should be on the other side. Okay. Und da kommt noch was Großes raus. Oh nein, nicht schon wieder so ein Typ in so einem Schild. Ich wollte gerade sagen, der Auftrag hier sieht nicht danach aus, als wenn es hier darum geht, den Typen zu bekämpfen. Ach so, ich muss ihn trotzdem... Ja, kommt ihr auch? Hä? Jetzt kommt sie doch freiwillig mitgerannt, ja? So, damit positioniere ich ihn quasi fest bei ihr, okay. Aber es wäre schon cooler, wenn sie mitkommen würde und auch hier drin bleiben würde. Oder ja ordentlich Rabautsachen macht, muss ich sagen. Wir bleiben mal kurz hier und laden uns auf. Oh, da geht ja unser Schild doch relativ schnell weg, muss ich sagen. Es wäre ja irgendwie cooler, wenn man sich doch ein bisschen effizienter mit Olive hier bewegen könnte. Aber man kann ja die ganze Zeit nur darauf hoffen, dass sie hinterherläuft. Und er irgendwann sein ganzes Zeugs weggeschossen hat. Komm her. Aber prinzipiell läuft das ja so ganz gut. Use your arm legion to get that door open. We can get out through there. Ach da. Und jetzt können wir einfach hier hinterbleiben und da passiert nichts. Oder wir rennen einfach rein und die Cutscene startet. Das ist auch okay. War klar, dass er hinterherkommt. Aber eigentlich müsste es doch dann, bei mir reicht es ja aus, wenn auf das Schild draufgeballert wird, um das Schild kaputt zu machen. Das müsste doch noch bei diesen großen Chimären genauso sein. Boah. Weil ehrlich gesagt habe ich hier auch nichts zum Werfen. Dann bin ich mal gespannt, wie dieser Kampf ausgehen wird. Erstmal kriege ich gerade ordentlich aufs Maul und ich brenne.
Ah, okay. Hiermit sieht es schon eher aus, als wenn ich Schaden machen würde. Ah, okay. Die Waffe muss nur groß genug sein. Das ist der Trick an der Sache. Ah, schade. Einketten kann ich ihn leider auch nicht. Wie war das nochmal? Autsch. Aua. Wir es einmal analysieren hier. Ah, gut, er ist so gut wie hinüber. Das ist gut zu wissen. So, jetzt haben wir ihn doch wohl fast. Ich habe nicht gesehen, dass der A-Knopf schon wieder da war. Mann, da hätte ich ihm das Ding noch rausreißen können. Ja, kein Thema. Okay, gut zu wissen, dass ich mit der großen Waffe diese Schilde zerstören kann. Das hätten sie ihm auch nochmal irgendwie sagen können. Nur irgendwas zu holen. Ne? Der Bereich ist auch abgeschlossen oder abgeschnitten. Dann gehen wir mal zu Olive. Die Truhe da möchte ich gerne noch mitnehmen. Hey, wait for me. That voice. Ist das Hell? Ah, natürlich. Oh, war nur in Form seiner Drohne, natürlich. And I was worried, you know, about you. I just had to come. I'm glad you're okay. Both of you. Besides, I could come in handy. You never know. Maybe if we need a doorstop or a decoy. Hey, I'm serious. All right, let's go find Brenda. Let's go and find Brenda. Batteriezelle Maxi, Medizin Maxi, ist doch alles gut. Noch bin ich einigermaßen okay ausgestattet, falls hier noch ein fetter Endkampf kommt, wovon ich mal irgendwie ausgehen werde. Und hier ist Brenda auf diesem kreisrunden Ding oder was? Brenda! Where are you? Brenda! Vor allem ganz die goldene Fingernägel. You made it. Are you hurt? No. It's good to see you, Olive. Thank you. Hey guys, let's maybe save the catching up until we're out of the big dangerous sewer. This way. Akira! Oh nein, die Raven-Anführerin. I came alone. I just want to talk to him. That's all. So you made it out alive. It's good to know you're safe. Why didn't you tell me? I'm your sister. Well, I guess it's not surprising. It wouldn't be the first time. Come back with me. I'll talk to the commander and work this out. It'll all go back to normal. Just like before.
I know we can all be Neuron again. Ich bin mir da nicht so sicher, ehrlich gesagt. But I can't go back there. Ever since the Raven showed up, Neuron, it's changed. The commander barely mentions chimeras. He's buried in some new project. That's not all. Dr. Calvert sent the Ravens after me when he realized I knew too much. Luckily, I did grab some of his notes on the way out. Uh-huh. I still haven't figured out what he's trying to do. But whatever it is, I hope to God he doesn't succeed. And Akira, you're part of the project. What do you mean? Ja, wie soll sie das schon meinen? Du bist halt Teil seines Projekts, was auch immer er vorhat, Mädel. Checkst es nicht, oder was? Und da sind auch schon die restlichen Raven. Ja klar, die jetzt auch mit Legions auf uns losgehen. Sehr schön, jetzt geht's Legion gegen Legion, oder was? Ihr wisst, was zu tun ist, Mädels. Weglaufen, oder was? Gut, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir eine kurze Pause und sehen uns diesen Kampf gegen die Ravens beim nächsten Mal an. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.